Mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich dir etwas zum Thema radioaktive Strahlung und der damit verbundenen Veränderungen im Atomkern erzählen. Dazu schauen wir uns als erstes die Warnsymbole an. Das offizielle Warnsymbol ist auf der linken Seite. Das ist ein, ja, auf gelbem Hintergrund. Dieses Zeichen soll vor radioaktiver Strahlung bzw. ionisierender Strahlung warnen. Das Problem mit dem linken Zeichen ist, dass es wohl besonders in Entwicklungsländern wohl nicht so bekannt ist und es zu schweren Unfällen gekommen ist, weil zum Beispiel radioaktive Stoffe aus ihren schützenden Behältern entnommen worden sind, ohne dass man sich der großen Gefahr bewusst war. Beziehungsweise es gibt auch das Problem, dass Kinder das mit einem Propeller verwechseln und um das entsprechend zu verbessern, hat man ein zusätzliches Warnschild, was sozusagen direkt auf die radioaktiven Stoffe kommen soll. Was das Ganze noch mal ein bisschen deutlicher macht, ist auf rotem Hintergrund und mit dem Totenkopf soll die mitunter tödliche Wirkung symbolisiert werden, beziehungsweise hier auf der rechten Seite soll zum Wegrennen oder Weglaufen aufgefordert werden. Schauen wir uns mal an. Wir haben drei verschiedene Arten von Strahlung. Wir haben die Alpha-Strahlung, das sind Heliumkerne, bestehen aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Das ist hier oben. Dann haben wir die Beta-Strahlung, das hier ist ein Elektron oder bei Beta Plus ein Positron. Das ist praktisch wie ein Elektron, nur halt positiv statt negativ geladen. Und hier unten haben wir noch die Gamma-Strahlung. Der große Unterschied zwischen der Gamma-Strahlung und den anderen beiden Arten ist, dass es sich hier oben um Teilchenstrahlung handelt, weil hier entsprechend ein Teilchen unterwegs ist. Und hier unten habe ich es mit einer elektromagnetischen Welle zu tun. Abschirmen bzw. schützen kann ich mich bei Alpha-Strahlung schon relativ einfach. Hier habe ich ein meinetwegen Blatt Papier, reicht völlig aus, um mich davor zu schützen, beziehungsweise die erste Hautschicht würde auch schon ausreichen, um die Alpha-Strahlung abzufangen. Ohnehin kommt Alpha-Strahlung in Luft nicht sonderlich weit. Wir haben Reichweiten von so ganz grob, sagen wir mal so 10 cm und das war's. Also so weit, so gut erstmal. Dann die Beta-Strahlung, die kommt mehrere Meter weit, aber kann noch relativ einfach abgeschirmt werden. Eine Metallplatte oder was weiß ich, eine starke Plexiglasplatte gibt da tatsächlich mehrere Möglichkeiten, wie man sich davor schützen kann. Auch das, wie gesagt, eine Teilchenstrahlung. Die Gammastrahlung, mit Abschirmen ist da nichts. Die kann man allenfalls abschwächen. Und eine, sagen wir mal, mehrere Zentimeter dicke Bleiplatte kann da durchaus helfen. Man versucht, das so weit abzuschwächen, das, was hier hinten sozusagen noch übrig ist nach dieser Bleiplatte, dass das im Prinzip der Strahlung entspricht, der wir natürlicherweise auch ausgesetzt wären. Das versteht man unter Abschwächen, aber es kommt sozusagen eigentlich immer noch irgendwie was dadurch. So, nachdem wir das jetzt erstmal so grob geguckt haben, ist jetzt die spannende Geschichte, was passiert eigentlich im Atomkern? Beziehungsweise die Profis sagen Nuklid dazu statt Atomkern. Das ist im Prinzip, ja, wie der Name schon sagt, das ist also Atomkern halt
und man betrachtet nur den Atomkern und nicht, was außen zum Beispiel jetzt noch an Elektronen wäre. Da haben wir bei der Alpha-Strahlung zwei Neutronen, zwei Protonen, und diese zwei Neutronen und zwei Protonen, die werden hier aus dem Atomkern geschleudert, was dazu führt, oder man vielleicht erst noch einen Begriff klären, und zwar man sagt, wie gesagt, das Ganze ist das Nuklid, und die Neutronen und die Protonen, die nennt man Nukleonen. Wenn ich jetzt ein Alpha-Teilchen da rausschleudere, dann fehlen vier Nukleonen, aber vor allen Dingen fehlen zwei Protonen, und damit habe ich ein anderes Element. Wenn ich hier nämlich zwei Protonen wegnehme, habe ich ein anderes Element, was auch im Periodensystem natürlich woanders steht. Das ist das Entscheidende bei Alpha-Strahlung. Bei Beta-Strahlung, in dem Fall Beta-Minus-Strahlung, fliegt ein Elektron raus. Das hatten wir ja eben gesehen. Dieses Elektron kommt daher, dass ein Neutron sich in ein Proton umwandelt. Und das Elektron bleibt deshalb übrig, weil es gilt die Ladungserhaltung. Das heißt, vorher war das neutral und hinterher muss das Proton, das ja positiv ist, plus das Elektron, was die gleiche Ladung entsprechend negativ hat, das ist ja auch wieder zusammen von der Ladung her null. Und so ist es so, dass neben dem bei der Umwandlung von einem Neutron zu einem Proton ein Elektron sozusagen übrig bleibt, und das fliegt raus aus dem Atomkern. Und das ist dann meine Beta-Minus-Strahlung. Was hier noch steht, ist ein Antineutrino. Das ist jetzt erstmal für unsere Betrachtung nicht so von Bedeutung. Dann funktioniert das Ganze natürlich auch mit Beta-Plus. Da ist das Ganze umgekehrt. Da habe ich ein Proton, was zu einem Neutron wird. Und genauso wie bei Beta-Minus ist es hier jetzt so, wenn ich ein Proton in Neutron umwandle, beziehungsweise Neutron in Proton bei Beta Minus, dann ändert sich ja auch wieder die Protonenzahl im Atomkern. Und das wiederum bedeutet, dass ich auch wieder ein neues Element oder ein anderes Element habe, was natürlich auch im Periodensystem woanders steht. Gut, gucken wir uns das hier nochmal an. Wenn ein Proton zum Neutron wird, ist natürlich klar, dass dann eine positive Ladung irgendwie übrig ist. Und die wird in Form eines Positrons, das ist praktisch ein Elektron, nur mit positiver Ladung, entsprechend rausgeschleudert. Und hier haben wir wieder ein Neutrino, aber für unsere Betrachtung ist das jetzt hier nicht so entscheidend. So, jetzt haben wir Gammastrahlung. Gammastrahlung hat einen großen Unterschied zwischen den anderen beiden, und zwar verändert Gammastrahlung nicht die Anzahl der Neutronen oder Protonen, sondern die Gammastrahlung entsteht, weil der Atomkern angeregt ist, und er geht von einem angeregten in einen nicht mehr angeregten Zustand sozusagen über. Und dabei wird die Gammastrahlung frei. Wie das jetzt genau aussieht, schauen wir uns hier mal an. Hier habe ich etwas vorbereitet. Da geht es jetzt erstmal darum, wie man das Ganze aufschreibt. Und als erstes habe ich hier eine kleine Legende. Wir haben hier X. X ist das Element. Da steht dann entsprechend der Elementname. Machen wir mal ein Beispiel. So, hier ist das Beispiel. Also, hier in dem Fall ist es Kohlenstoff. C würde dann entsprechend für das X stehen. Dann haben wir hier Z. Z ist die Ordnungszahl. Ordnungszahl bzw. Kernladungszahl. Das heißt, die Ordnungszahl, wie der Name schon sagt, beschreibt, wo das Ding im Periodensystem steht.
beziehungsweise man nennt das auch Kernladungszahl, weil die Ordnungszahl ist ja letztendlich nichts anderes als die Anzahl der Protonen. So, dann habe ich hier noch N, die Anzahl der Neutronen, die wird hier nicht aufgeschrieben, die ist etwas versteckt, und zwar in der Massenzahl. Die Massenzahl, das ist hier oben das Ding. So, wenn ich jetzt dieses Wissen hier unten auf mein Beispiel anwende, habe ich hier offensichtlich ein Kohlenstoffatom, das die Ordnungszahl 6, also sprich 6 Protonen hat, und es hat die Massenzahl 14. Das bedeutet, dass von diesen 14 Nukleonen 6 Protonen sind und die restlichen verbleibenden 8, weil 6 plus 8 ist bekanntlich 14, die verbleibenden 8 sind Neutronen. So funktioniert das entsprechend mit dem Aufschreiben dieser Geschichten. Und da gibt es noch eine kleine Besonderheit, die möchte ich auch hier kurz erwähnen. Und zwar gibt es noch die Möglichkeit, hier ein Sternchen dran zu basteln. Dieses Sternchen hat tatsächlich auch eine Bedeutung. Das benutzt man, um zu zeigen, dass das Atom angeregt ist, um dann zum Beispiel mittels Gammastrahlung von einem angeregten in einen nicht mehr angeregten Zustand überzugehen. Und das muss man ja irgendwie aufschreiben. Und daher das Sternchen. Sternchen bedeutet im Prinzip, das ist ein angeregtes Atom. Nun schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Fangen wir mal mit der Alpha-Strahlung an. Ich habe hier oben so eine Art Spickzettel. Das heißt, hier kann ich gucken, wenn ich, das ist immer das Rote, ist mein Ausgangselement. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Alpha-Strahlung habe, muss ich sozusagen, Alpha-Strahlung war ja 2 Protonen, 2 Neutronen, also wird die Massenzahl um 4 weniger und die Kernladungszahl bzw. die Ordnungszahl um 2 weniger. Dann entsprechend für Beta minus, da wird ja ein Neutron zu einem Proton, also bleibt die Massenzahl gleich, aber die Ordnungszahl wird um 1 größer. Bei Beta plus wurde ja ein Proton zum Neutron, deswegen ist hier dann entsprechend die Ordnungszahl, wird dann 1 weniger. Und bei Gamma, ja, dann bleibt halt alles, wie es ist. Das nur mal so, sozusagen so ein kleiner Spickzettel. Und jetzt gucken wir uns mal Beispiele an. Ich hätte da als erstes anzubieten Polonium. Polonium kann man entsprechend nachschauen, ist 216 und 84. Das habe ich mir jetzt mal ausgesucht, weil diese Variante ist ein Alpha-Strahler. Und gut, jetzt kann man gucken, wenn man weiß, dass das ein Alpha-Strahler ist, dann habe ich ja hier links meinen Spickzettel, das heißt, ich muss jetzt oben 4 abziehen und unten entsprechend 2 abziehen. Und jetzt kann ich im Periodensystem nachgucken bei 82 und da steht PB, steht für Blumbum oder zu Deutsch Blei. Also ist mein Polonium mittels Alpha-Zerfall zu Blei geworden. Jo, dann schauen wir uns nochmal ein Beispiel für Beta minus an. Und da habe ich mir jetzt mal Radon ausgesucht. Nehmen wir, das ist zum Beispiel hier diese Variante, 228, 88 und Ra für Radon. So, man kann, damit man sich später erinnert, das hier auf den Pfeil schreiben.
So. Da weiß man sozusagen auf einen Blick, was das für eine Umwandlung war. Eine richtige Umwandlungsgleichung, dann schreibt man eigentlich auch noch das Alpha-Teilchen und so weiter dazu, aber für den Moment reicht das erstmal so. Gut, was kommt raus? Ist in dem Fall einfach, wenn ich auf meinen Spickzettel gucke, die Massenzahl bleibt und die Kernladungszahl verändert sich. Und zwar hatte ich gesagt, Beta minus, also wird die Kernladungszahl um 1 größer. Ich habe jetzt 89. So, und dann wieder im Periodensystem nachgucken. Und wo ich lande, ist AC. Das ist Actinium. Soweit, so gut. Dann schauen wir uns noch einmal einen Gamma-Zerfall an. Den Gamma-Zerfall habe ich mir ausgesucht. 137 und 56, das ist Barium. So, und jetzt hatte ich ja gesagt, um zu kennzeichnen, dass das sozusagen angeregt ist, macht man ein Sternchen dran. Dann Gamma-Zerfall. Jo, ist in dem Fall sehr einfach, weil es bleibt ja alles, wie es ist. Und das Sternchen ist jetzt weg. So weit ein paar Beispiele für die Zerfälle. Das hier ist eine sogenannte Nuklidkarte. In der Nuklidkarte sind ja die bekannten Nuklide eingetragen. In der Natur existieren 245 Nuklide, die man nach jetzigem Kenntnisstand für stabil hält. Dazu kommen nochmal etwa 80 Nuklide, die praktisch radioaktiv sind. Und dazu kommen nochmal so knapp 3000 weitere Nuklide, die man sozusagen künstlich erzeugt hat. Und wenn ich mir jetzt diese Nuklidkarte mal angucke, ist der interessante Teil, sind erstmal hier diese Schwarzen. Die Schwarzen sind, wenn man hier in die Legende guckt, die stabilen. Und da ist etwas, was sofort auffallen sollte. Und zwar diese Linie hier. Die markiert alle diejenigen, wo die Protonenzahl und die Neutronenzahl sozusagen identisch sind. Das heißt, wenn das Ding jetzt, sagen wir mal, 12 Neutronen hätte, hätte es auch 12 Protonen. Und was auffällt ist, hier am Anfang stimmt das so einigermaßen überein und dann weicht das aber ab. Das heißt, alle diejenigen, die hier sozusagen sind, die haben mehr Neutronen als Protonen. Das heißt, man kann hier schon sehr deutlich sehen, dass je größer der Atomkern wird, umso mehr Neutronen braucht er im Vergleich zu den Protonen, um eben stabil zu sein. Und das kann man hier halt sehr schön sehen. Und man sieht auch, hier oben gibt es einen Bereich, da sind keine stabilen, ja, Nuklide bekannt. Das heißt, ja, das sind garantiert Nuklide, die nur künstlich erzeugt worden sind, beziehungsweise die auch in der Regel nicht sehr lange keine großen Halbwertszeiten haben und deshalb auch sehr schwer nachzuweisen sind. So, dann schauen wir uns mal das noch so ein bisschen näher an. Hier hat man zum Beispiel, gelb ist Alpha-Zerfall. Hier habe ich zum Beispiel den Beta-Plus-Zerfall, hier habe ich Beta-Minus-Zerfall.
Und was auch nochmal entscheidend ist, ein Zerfall kommt eigentlich in den seltensten Fällen alleine vor. Das heißt, es kann ja sein, dass ich hier, was weiß ich, einen Alpha-Zerfall habe und das wiederum in ein radioaktives Element zerfällt. Und das wiederum zerfällt und es geht halt so lange, bis irgendwann mal ein stabiles Element rauskommt. Wenn man ein Beispiel möchte, man nennt das übrigens Zerfallsreihe, würde ich mal, was weiß ich, Radon angucken. Radon kann per Alpha-Zerfall zu Polonium werden. Polonium wiederum kann per Alpha-Zerfall zu Blei werden. Und das ist zum Beispiel so eine Zerfallsreihe. Das heißt, es zerfällt erstmal in einen auch wieder radioaktiven Kern und das geht dann so lange, bis dann irgendwas Stabiles bei rauskommt. Und dabei ist diese Nuklidkarte sehr hilfreich, wenn ich nämlich so ein kleines Stückchen aus der Nuklidkarte mal vergrößere, dann kann man etwas sehr Hilfreiches sehen, wenn das hier das Mutternuklid sozusagen, man sagt Mutternuklid für das sozusagen Ausgangsnuklid, von dem ich sozusagen starte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Alpha-Zerfall habe, dann, man erinnert sich eben an die Nuklidkarte. Hier waren die Neutronen aufgetragen, hier waren die Protonen aufgetragen, also die Kernladungszahl. Und wenn ich mit Alpha-Zerfall zwei Neutronen und zwei Protonen verliere, naja, ich verliere zwei Neutronen, also zwei hier rüber, und ich verliere zwei Protonen, also zwei hier runter. Und hier bin ich. Oder ich habe Beta-Minus-Zerfall. Beta-Minus-Zerfall bedeutet, dass ich ein Neutron habe, das sich in ein Proton umwandelt. Also habe ich sozusagen ein Neutron weniger, aber dafür ein Proton mehr und damit lande ich hier. Bei Beta Plus wandelt sich ein Proton in ein Neutron um und damit lande ich hier. Soweit zu den Strahlungsarten und was sie entsprechend im Atomkern verändern bzw. bewirken.